Hey, schön, dass du da bist. Heute machen wir den Content Creator Confessions Tag. Was für ein langer Name. Also die Content Creator Geständnisse. Und zwar habe ich mir diesen Tag aus der Beauty Community geklaut. Ich fand den ganz witzig und der beinhaltet auch viele Fragen, die ihr mir oft stellt. Deswegen dachte ich, machen wir den heute mal. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni. Ich spreche super gerne über Parfum. Heute allerdings nicht, beziehungsweise nicht nur. Und falls dich das Thema auch interessiert, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drück auch die Glocke, dann kriegst du mal gleich Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Und folg mir natürlich auch gerne auf Instagram. So, die ursprünglichen Fragen sind alle auf Englisch. Ich habe die jetzt mal frei ins Deutsche übersetzt. Und die erste Frage lautet, was denkst du über den Begriff Influencer und hast du das Gefühl, dass du einer bist? Also ich finde, das Wort Influencer ist ein sehr belasteter Begriff, weil es gibt natürlich das, was der Begriff eigentlich meint, und es gibt das, was man drunter versteht, also den Stereotyp. Und der Stereotyp ist, da ist jemand, der nicht viel arbeitet, der eigentlich die meiste Zeit chillt, ziemlich viele kostenlose Produkte zugeschickt bekommt, die dann in die Kamera hält, ohne sie vorher gescheit zu testen, und verdient dann ordentlich dran, indem er seinen Zuschauern irgendwelchen Mist andreht. Das, würde ich sagen, ist so der Stereotyp eines Influencers, und das ist auch der Grund, oder das ist auch ein Faktor, der mich total davon abgehalten hat, YouTube überhaupt erst anzufangen, weil ich echt nicht in diese Kategorie geworfen werden wollte. Aber wenn man den Begriff Influencer mal wirklich übersetzt, ja, also ein Beeinflusser, jemanden, der jemanden beeinflusst, dann ist es leider nicht zu leugnen, dass ich so jemand bin. Ja? Allein schon aufgrund der ganzen Nachrichten, die ich von euch jeden Tag bekomme, steht immer drin, wegen dir habe ich Duft XY gekauft und so weiter. Und deswegen ist nicht zu leugnen, dass ich ein Influencer bin. Aber ich möchte mich sehr, sehr weit von diesem Stereotyp distanzieren, weil erstens ist das hier eine Riesenmenge an Arbeit. Zweitens würde ich euch nie irgendwas empfehlen, wovon ich nicht überzeugt bin. Drittens sehe ich mich auch nicht als jemand, der euch unbedingt zum Kauf animieren will, sondern was ich eher machen möchte, ist euch Orientierung zu geben, euch eher zu beraten. Also mir würde der Begriff Consultant, glaube ich, eher passen, oder ja, Berater. Ein Berater, Content Creator, keine Ahnung, Infotainment, was ihr wollt, ja. Ich versuche schon hier auch ein bisschen fachliche Unterlage zu geben bei allem, was ich mache. Genau, also das ist mein Take dazu. Wie hast du dich dazu entschieden, ein Content Creator zu werden? Also ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht entschieden. Ihr kennt ja die Story vielleicht. Ein paar Monate nach der Geburt meiner ersten Tochter war mir einfach so langweilig und ich war irgendwie so gedrained von diesem ständig immer nur Windeln wechseln, Baby bespaßen, keinen Schlaf kriegen. Und ich habe immer schon in meinem Leben irgendwo einen kreativen Output auch gebraucht. Früher war das die Fotografie, und in der Schwangerschaft habe ich dann meine Liebe zu Parfum gefunden. Und dann hatte ich einfach das Bedürfnis, das irgendwie zu teilen mit jemandem. Und dann habe ich die ersten 2, 3 Videos gedreht, wo ich ein paar meiner Lieblingsdüfte vorgestellt habe. Und dann habe ich einfach nie wieder aufgehört damit. Deswegen habe ich das nie bewusst entschlossen. Ich habe sozusagen einfach nur immer wieder beschlossen, nicht damit aufzuhören. Was ist deine Erfahrung mit anderen Content-Creatern, die du im richtigen Leben kennst? Gut oder schlecht? Ich habe ehrlich gesagt nur gute Erfahrungen gemacht bisher. Ich kenne nicht super viele Content-Creator persönlich, aber ich habe mit einigen Kontakt und das sind alles coole Leute. Und ich muss aber auch sagen, wenn es nicht coole Leute wären, dann würde ich mich mit denen auch nicht abgeben. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, wie man halt grundsätzlich in seinem Leben umgeht, ja. Und ich habe gern Kontakt und Beziehungen mit interessanten Leuten, die irgendwie im weitesten Sinne positive Energie verströmen. Und Leute, die negative Energie verströmen, mit denen habe ich einfach keinen Kontakt oder breche den Kontakt ab. Aber ich muss echt sagen, die Leute, die ich bisher in diesem ganzen YouTube-Space kennengelernt habe, die waren alle ziemlich cool und die sind vor allem echt super auf dem Boden geblieben, egal wie groß sie sind. Akzeptierst du Sponsorships und was denkst du über das Thema? Ja, Sponsorships, das ist irgendwie, das Thema verfolgt mich. Ich, um ehrlich zu sein, ich hasse Sponsorships und deswegen mache ich auch keine. Also ich habe in meiner kompletten YouTube-Laufbahn, Laufzeit jemals ein einziges Sponsorship gemacht, und das war mit Unique You damals. Und ansonsten lehne ich alle Sponsorship-Anfragen ab bisher. Und das hat einfach den Grund, dass ich wirklich auch wirklich nicht gut damit klarkomme, wenn ich jemandem was schulde, in Anführungsstrichen. Sprich, ich tue mich extrem schwer, bezahlte Werbung für irgendwas zu machen.
Ich mache natürlich Werbung mit vielem, was ich mache, einfach durch meine Begeisterung oder weil ich euch die Düfte erkläre und jemand findet sich dann irgendwie wieder und so weiter. Aber ich tue mich extrem schwer, wenn ich Geld dafür kriege, weil ich habe immer das Gefühl, ich müsste dann irgendwie was Bestimmtes delivern. Und wenn mir jemand Geld gibt, dann will ich das auch besonders gut machen. Und das artet dann erstens in viel zu viel Arbeit aus und zweitens fühle ich mich irgendwie nicht so gut dabei. Das klingt blöd. Aber ja, das ist so. Und meine Policy ist ja sowieso, kein Geld für Reviews zu nehmen. Also jeden Duft, den ihr auf meinem Kanal vorgestellt seht, da habe ich nie Geld dafür bekommen oder beziehungsweise genommen. Ist nicht so, dass es nicht ab und zu mal angeboten wird. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Und das, was mir ja auch so Spaß macht, ist, dass ich immer meine freie Meinung sagen kann und dass ich euch auch mal sagen kann, kauft diesen Duft bloß nicht. Ja, und es geht schwer, wenn man Geld dafür bekommt. Nichtsdestotrotz sind Sponsorships eine total legitime Monetarisierungsoption für den Kanal. Und ich muss da, glaube ich, einfach meinen Groove noch finden, weil die Kehrseite der Medaille, wenn man keine Sponsorships annimmt, ist natürlich, dass man quasi nichts verdient mit dem Kanal. Und das kann ich jetzt nicht für immer so machen. Irgendwann muss der Kanal schon auch mal was abwerfen. Und ich spiele im Moment mit dem Gedanken, es so zu machen, vielleicht ab und zu ein Sponsorship zu akzeptieren, das aber nichts mit Parfum zu tun hat, einfach damit wirklich meine Meinung weiterhin unparteiisch und objektiv oder objektiv, so objektiv wie möglich bleiben kann. Alles ist natürlich hier immer subjektiv. Und wenn es ein Sponsorship für ein Produkt oder Service in irgendeiner anderen Branche ist, dann hätte ich damit kein Problem. Vielleicht kommt es in der Zukunft, aber auch da werde ich mich wahrscheinlich sehr bedeckt halten. Hattest du eine Erfahrung mit einer Marke, die einen schlechten Nachgeschmack hinterlassen hat? Ja, also es kommen viele Marken auf mich zu, die gerne hätten, dass ich ihre Düfte vorstelle. Viele Marken bieten auch Geld und das ist alles schön und gut. Das ist ja, ich freue mich ja auch. Es zeigt ja auch, dass man irgendwie, wie sagt man, gefragt ist oder dass ein Interesse besteht an meinem Content und dass der irgendwie gewertschätzt wird. Aber es gibt auch Marken, die harassen einen regelrecht, oder was ist denn das deutsche Wort für harassen? Die belästigen einen regelrecht, ja. Also die hören dann einfach nicht auf, E-Mails zu schreiben. Ja, es gibt eine Marke, die schreibt mir seit 4 Monaten wirklich einmal in der Woche eine E-Mail und erwarte ich, dass ich Werbung für sie mache auf meinem Kanal. Und ich habe es jetzt schon 1000 Mal abgelehnt. Ich habe sogar schon E-Mail-Adressen von denen auf meine Spam-Liste gesetzt. Und trotzdem schreiben die mir immer wieder. Und da habe ich dann, da werde ich dann auch irgendwie ein bisschen stinkig, weil nur weil ich jetzt hier auf YouTube Content kreiere, heißt es nicht, dass du mir irgendeine Summe hinschmeißen kannst und dann mache ich, was du willst. Also so läuft es hier nicht. Das ist nicht, das ist hier mein Space und in dem entscheide ich, was passiert. Und wenn sozusagen die Interessen sich überlappen oder es einfach eine gute Art von Beziehung sein kann, dann ist es schön und gut. Aber ich bin hier nicht irgendwie ein Bestellservice, wo du sagst, hier das und das und ich biete dir so und so viel Geld dafür und jetzt mach. Ne? Also das nervt. Wie gehst du mit negativen Kommentaren um? Also da, glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren, welche Art von negativen Kommentare, weil es gibt ja Kommentare, die einfach negativ sind, in Anführungsstrichen, aber die dennoch konstruktives, kritisches Feedback bieten. Mit denen gehe ich um, indem ich sie meistens beantworte, weil ich denke schon, also ich schätze das auch wert, wenn negatives Feedback in Form von einer höflichen Kritik kommt. Und die beantworte ich meistens schon. Was ich nicht dulde und wo man wirklich sofort geblockt wird bei mir, ist, wenn die Kommentare von anderen Zuschauern kommentiert werden und die in irgendeiner Form beleidigend oder ja, beleidigend sind. Und dann gibt es natürlich die Kommentare, die einen persönlich angreifen, beschimpfen, wirklich so diese unterste Schublade. Und die blocke ich sofort. Also die fliegen sofort raus. Ich habe keinen Platz, keine Zeit für solche Leute. Und genau, die fliegen raus. Was ist dein größter Pet-Peeve, beziehungsweise was nervt dich am meisten beim Thema Kommentare? Was mich am allermeisten nervt, ist, wenn jemand seine Meinung zu einem bestimmten Duft geschrieben hat und dann jemand anders drunter schreibt, nee, das stimmt nicht, weil, obwohl er einfach nur eine andere Meinung hat. Wenn Leute eine gewisse Form der absoluten Wahrheit für sich beanspruchen, bei dem Thema Duft, ja, das so subjektiv ist und so persönlich, wo einfach jeder Mensch ein bisschen was anderes fühlt, finde ich das total unangebracht, zu sagen, nein, deine Meinung ist falsch. Also das ist einfach auch stillos irgendwie, sich dahinzustellen und zu sagen, nein, meine Meinung stimmt und keine Ahnung, wenn jetzt jemand schreibt, Aventus ist der schönste Duft der Welt, der jemals existiert hat und jemand anders schreibt drunter, nein, stimmt nicht, es ist der Duft XY von Marke Z, dann
denke ich mir, okay, okay. Was ist für dich der tollste Aspekt an deinem Job? Und da gibt es zwei Sachen, die einfach wahnsinnig toll und eigentlich auch unbezahlbar sind. Und zwar einmal, ich kann arbeiten, wann ich will. Also ich habe die maximale zeitliche Flexibilität. Das ist spitze, das liegt mir als Person auch. Ich bin jemand, der gut selbstständig arbeitet. Ich brauche niemanden, der mir über die Schulter schaut, der mich anpeitscht oder wie auch immer. Und insbesondere natürlich, wenn man eine Mutter mit zwei kleinen Kindern ist, ist es perfekt, weil ich kann auch, wenn ich will, um 2 Uhr in der Nacht mal anfangen zu arbeiten oder um 6 Uhr morgens. Oder ich kann vormittags was machen und dann erst wieder am Abend. Also das ist einfach perfekt. Und der zweite Teil ist, dass ich machen kann, was ich will. Also ich definiere meine Arbeit selber. Ich suche mir die Themen selber aus. Ich kann kreativ sein oder auch mal nicht so kreativ sein. Ich mache einfach, was ich will und niemand kann mir vorschreiben, was das ist. Was ist der unschönste Aspekt am Content Creator sein? Ich würde sagen, das ist tatsächlich der Druck, ständig Content raushauen zu müssen. Man kann nicht wirklich eine Pause machen. Also ihr müsst euch vorstellen, als ich zum Beispiel letztes Jahr schwanger war und die Schwangerschaft sich dann so langsam dem Ende zuneigt und ich ganz genau weiß, in den ersten 6 bis 8 Wochen, wo das Baby da ist, mache ich sicher nichts, ja, kann ich nicht arbeiten, physisch nicht und mental schon gleich gar nicht. Da hatte ich dann die Wahl, ja, entweder ich habe in der Zeit gar keinen Content für euch und der Algorithmus vergisst mich dann so ein bisschen und selbst wenn ich dann wieder anfange zu provozieren, sieht die Videos niemand, oder ich produziere vor und dafür habe ich mich auch entschieden. Ich habe dann einige Videos vorproduziert und das war harte, stressige Arbeit in den letzten Monaten meiner Schwangerschaft. Und das ist schon ziemlicher Druck, auch wenn man mal in Urlaub fahren will oder so oder mal krank ist, nicht filmen kann oder die Kinder krank sind und irgendwie man nicht filmen kann. Da muss man immer dann sozusagen einen Ausgleich finden, wieder mehr zu produzieren und entsprechend dann auch in kurzer Zeit, ja, einfach mehr Stunden Arbeit in Kauf zu nehmen oder auch mal die halbe Nacht an einem Video zu sitzen. Das macht nicht so viel Spaß. Editierst du deine eigenen Videos? Und falls ja, macht es dir Spaß? Ja, ich editiere alle meine Videos von vorne bis hinten selbst. Also ich mache alles selber. Und das Editieren macht mir manchmal Spaß und manchmal nicht. Es macht mir, grundsätzlich macht es mir viel Spaß, das muss ich schon sagen. Also das, ich mag das schon. Einfach irgendwie das dann so für euch zusammenzustellen, dass es irgendwie Spaß macht, Sinn macht, informativ ist und so weiter. Es macht mir keinen Spaß, wann immer mir die Technik dazwischen kommt. Und ich meine insbesondere, wenn Adobe Premiere ein Update macht oder einfach mein Computer abstürzt oder, keine Ahnung, meine Speicherkarte hops geht und dann irgendwie Content verloren ist und so weiter. Das macht wirklich keinen Spaß. Also da hasse ich es dann wirklich. Aber so an sich macht es mir schon Spaß. Wo ziehst du die Grenze bezüglich dem Teilen von persönlichen Sachen auf Social Media? Ich ziehe die Grenze relativ früh. Ihr findet von mir nicht viel Persönliches. Also ich mache ja abgesehen von YouTube eh nur Instagram. Und da bin ich jetzt nicht super, also ich lasse euch jetzt nicht irgendwie an meinem Familienleben teilhaben. Ich finde, die Privatsphäre der Kinder muss geschützt bleiben. Auch die Privatsphäre von meinem Mann. Der ist auch ein sehr privater Mensch und das muss ich auch akzeptieren. Und ich selbst bin jetzt auch nicht jemand, der euch irgendwie dran teilhaben muss, wenn ich mich morgens fertig mache, beim Zähneputzen oder was auch immer. Also ich will, dass ihr hier subjektiv unterhaltsam aufbereitete Fachinhalte findet zum Thema Parfum. Das ist eigentlich so mein Ziel. Eine Sache, die du gern gewusst hättest, bevor du angefangen hast. Sagen wir so, also ich glaube, da gibt es nicht wirklich was. Mir war schon ziemlich bewusst, was das bedeutet, einen YouTube-Kanal zu starten. Ich habe nicht gedacht, dass er so rasch wachsen wird in der ersten Zeit, wie es getan hat. Deswegen, aber mir war schon klar, was es dann bedeutet für mich. Also ich glaube, das, was mich vielleicht am meisten überrascht hat, ist, wie viel Arbeit, ich sag mal, das Backoffice macht, in Anführungsstrichen. Also das ganze Katalogisieren der Düfte, zu jedem Duft immer die Duftnoten parat haben, aktuelle Links für euch in den Beschreibungen rauszusuchen. Einfach diese ganze Pflege, auch die Kommunikation mit den Marken, ja, wenn mir jemand einen Duft schicken will, da gehen ja auch ein paar E-Mails hin und her. Ich dachte nicht, dass es so viel Arbeit wird. Gibt es irgendeine Änderung, die du in Zukunft in Bezug auf deinen Content machen möchtest? Und ja, also mein Plan ist es schon, noch ein paar verschiedene Formate auszuprobieren. Ich würde wahnsinnig gern mal eine Art Vlog-Format machen. Das funktioniert leider aufgrund der Zeit momentan nicht. Und was ich auch sehr gern mal machen würde,
beziehungsweise mir auch wirklich vorstellen könnte, regelmäßig zu machen, ist mal live zu streamen. Das geht leider im Moment aufgrund meiner familiären Situation auch nicht. Aber sobald die Kinder mal ein bisschen regelmäßiger aus dem Haus sind, könnte ich mir das schon vorstellen. Da hätte ich schon Lust drauf. Gibt es eine Traumkollaboration für mich mit einer bestimmten Marke? Die gibt es nicht. Ich denke nicht sehr viel nach über dieses Thema, um ehrlich zu sein. Es ist einfach nicht so Thema bei mir gerade. Es gibt einen Haufen Marken, die ich gut finde und wo ich mich freuen würde, mit denen was zu machen. Aber es gibt nicht die eine Traumkollaboration. Welche anderen Creators bewunderst du und mit welchen würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Also, wenn wir jetzt mal kurz vom Parfumbereich sprechen. Es gibt eine Dame, mit der ich echt gern mal was machen würde. Und zwar ist es die Josephine vom Kanal Jus de Rose. Ich finde, die macht es wahnsinnig stilvoll. Ich finde, die hat auch immer gute Ideen und sie macht sehr kurzweilig. Das Problem, das ich so ein bisschen habe, ist, wenn es jetzt andere Creators sind, die auf Englisch sind, dann habe ich ein Problem, weil entweder mache ich dann meinen Content auch auf Englisch und dann erreicht es einige meiner Zuschauer nicht. Oder das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, weil die können ja nichts auf Deutsch machen. Das heißt, da bin ich ein bisschen in der Zwickmühle, aber das könnte ich mir zumindest vorstellen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal die Gelegenheit. Und ansonsten von den deutschsprachigen Creatoren gibt es viele, wo ich mir was vorstellen könnte, aber das führt es zu weit für den Moment. Was für Art von Content hast du? Es gibt viele Arten von Content, die ich nicht mag. So richtig hassen? Vielleicht diese Family-Blogger / Influencer, diese Leute, die wirklich ganz extrem ihre Kinder auch zeigen, die wirklich da sehr intime Einblicke geben und wo die Kinder einfach keine Wahl haben. Ja? Und wenn die mal älter sind und dann zurückschauen und sehen, was da alles preisgegeben wurde von ihrem Leben, das ist was, das unterstütze ich nicht. Ich schaue sowas nicht an. Da stehe ich nicht dahinter. Also, das vielleicht am ehesten. Musstest du dich schon mal mit Cancel Culture auseinandersetzen? Und falls ja, wie? Und mit Cancel Culture musste ich mich noch nicht auseinandersetzen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dafür bin ich zu klein. Also dafür bin ich zu klein, zu unbedeutend. Ich glaube, um gecancelt zu werden, da brauchst du erstmal auch eine gewisse Größe. Ansonsten thrillt es einfach auch niemanden und das öffentliche Interesse ist auch nicht so groß, dass man irgendwie gecancelt werden könnte. So, jetzt sind wir schon durch die 17 Fragen. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch und vielleicht ein bisschen interessant. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Naja, bei solchen Videos muss man ja immer jemanden taggen. Das habe ich jetzt ganz vergessen und mir auch keine Gedanken vorab gemacht, wen ich da taggen könnte. Na gut, ich tagge den Jill Aroma, ich tagge die liebe Madame Tamtam und ich tagge die Natascha Gibson.